Ich habe nun hohen Besuch anzukündigen. Und da geziemt es sich, aufzustehen und zu applaudieren, wenn die erste Repräsentantin unseres Staates nun die Bühne betritt. Holde Narrenschar, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fernsehzuschauer, wo auch immer Sie diese Sendung verfolgen, es erscheint nun live im Kurfürstlichen Schloss der Landeshauptstadt Mainz die Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie kennen mich. Ich bin Ihre Kanzlerin in Altersteilzeit. Ja, ich führe seit meinem Ausscheiden als CDU-Vorsitzende das Bundeskanzleramt auf 450-Euro-Basis. Ich mache sozusagen einen Abschied auf Rauten. Ja, Sie erwischen mich übrigens gerade beim Ausräumen meines Büros im Konrad-Adenauer-Haus. Und was ist das? Adiletten? Oh, das sind wohl meine Wahlschlappen von Hessen und Bayern. Ja, ich und Bayern, das ist so ein Thema für sich. Wobei mich auch hier in Mainz vieles, muss ich sagen, an die CSU erinnert. Ja, schauen Sie sich doch nur mal die Vorstände der Fastnachtsvereine an oder hier das Komitee. Reine Männergesellschaft, Frauen dürfen höchstens mal ins Komitee, wenn das Bier alle ist. Das ist gelebte CSU, liebe Freunde. Ich reise generell gerne nach Mainz, am liebsten über die sogenannte Balkanroute. Also Offenbach, Frankfurt. Amöneburg, Kostheim, Mainz-Kastell. Also quasi über AKK. Wobei ich bei AKK unweigerlich an meine Nachfolgerin im Amt denken muss, deren Namen ich mir ohnehin nicht behalten kann. Annegret, Kramp, Karren, Lenker. Also ich sag immer, zum Glück heißt die AKK nicht Frieda, sonst wäre es ja FKK. Also ob das ein guter Deal war, AKK bekommt mein Büro und Friedrich Merz kehrt zurück an den Rand des Existenzmaximums. Er verdient Millionen und sie hat ein Ehrenamt. Aber gut, die Saarländer sind halt gewohnt, mit wenig auszukommen. Liebe Freunde, da machen wir jetzt mal lieber weiter mit dem Aufräumen hier, weil ansonsten kommt irgendwann noch die Annegret Dings-Kroden-Kranich-Bauer, also bevor die AKK wieder hier ihr Büro beziehen möchte. Liebe Freunde, lassen Sie uns bitte an diesem Tag der Freude und des Frohsinns auch an die Schwachen und Mutlosen denken. Sie merken, wir kommen zur SPD. SPD, kennen Sie noch? Ah ja, die Sozen lagen ja mal zwischenzeitlich bei nur noch 15%. Also da hat jeder Eierlikör mehr Prozent. Und der hat Eier.
Die Heimat der Parteivorsitzenden, Frau Andrea Nahles, ist ja gar nicht so weit weg von hier. Ja, ich weiß das wegen der Altkleidersammlung. Ja, die Andrea Nahles trägt halt gerne meine alten Hosenanzüge auf. Wobei, inzwischen erinnert mich die Andrea Nahles auch immer so ein bisschen an so ein Nilpferd. Oh ja, das Wasser bis zum Hals, aber so ein Maul. Mach mal doch mal weiter hier mit dem Ausräumen. Was haben wir hier für Geheimakten? Oh, Jamaika 2017, Geheimverhandlungen. Das weckt alte Erinnerungen. Sie erinnern sich, die FDP wollte nicht, die Grünen wollten um jeden Preis und mir war es eigentlich egal. Hier zum Beispiel geheime Zugeständnisse der Grünen für Jamaika. Die Grünen verzichten auf den Veggie Day, stattdessen verpflichtet sich Claudia Roth zum Mettigel-Essen wöchentlich inklusive Zahnstocher aus Holz vom Hambacher Forst. Die Grünen lagen ja lange so bei 20%, also für mich völlig grotesk. Ja, überlegen Sie mal. Noch nie wurde die Automobilindustrie in Baden-Württemberg so hofiert wie unter dem grünen Ministerpräsidenten. Die Rodung des Hambacher Forstes wurde von den Grünen selbst mit beschlossen. Und noch nie gab es am Frankfurter Flughafen so viele Nachtlandungen wie unter dem grünen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Also wenn Sie mich fragen, sind grüne Wahlversprechen auch nichts anderes wie Komasaufen. Ja, am Ende wird gebrochen. Ja, früher waren ja die Grünen noch richtige Revoluzzer, also der Joschka Fischer zum Beispiel, als der jung war, also der war ja ein Leben lang auf Droge. Anton Hofreiter war höchstens mal auf Rügen. Liebe Freunde, wir machen mal ein bisschen weiter. Am Ende überrascht mich noch hier die Annegret beim Ausräumen. Dabei haben wir eigentlich doch ganz andere Probleme. Im Mittelmeer müssten wir die Außengrenzen der EU schützen und unsere Marine hat kein Schiff, das fahrtüchtig ist. Ursula von der Leyen meinte nach Rücksprache mit ihren Beratern, man könnte nach Abschluss der Reparatur die Gorch Fock entsenden. Das ist so eine alte abgehalfterte Fregatte. Da habe ich gesagt, nix da, die alte vom Emmanuel Macron bleibt da. Sie merken überall nur Krisen, selbst in den USA. Zuerst gab es den Shutdown und jetzt den Ausnahmezustand. Da bewegt sich gar nichts. Der Mainzer kennt diesen Zustand. Bei Ihnen heißt das Stadtverwaltung. Wiesbaden dagegen gab es viel Bewegung, also in der Stadtverwaltung zumindest. Der Wiesbadener Oberbürgermeister Sven Gehrig tritt nicht mehr zur Wahl an, weil er irgendwem irgendeinen Gefallen erwiesen hat. Gut, in Mainz ist sowas Einstellungskriterium.
Liebe Freunde, was bleibt nach so vielen Jahren an der Macht? Wir haben Deutschland sicherer gemacht. Wir haben zwar kein funktionstüchtiges Heer, aber wenn der Russe kommt, dürfen russische Panzer wegen des Dieselfahrverbots nicht mehr in deutsche Innenstädte. Gut, Wiesbaden hat da jetzt ohne Dieselfahrverbot ein Problem. Aber ich sag mal, bisschen Schwund ist immer. Aber die Mainzer kann ich beruhigen, kein russischer Panzer schafft es über die Schiersteiner Brücke. Wir haben Deutschland nicht nur sicherer gemacht, sondern auch umweltfreundlicher. Nehmen Sie als positives Beispiel Berlin. Der Flughafen Berlin-Brandenburg ist zum 8. Mal in Folge zum saubersten Flughafen der Welt gewählt worden. Liebe Freunde, bevor meine Nachfolgerin hier zum Schluss mich noch beim Ausräumen überrascht, komme ich zum Ende und ich sage Ihnen mein persönliches Fazit nach so vielen Jahren als CDU-Vorsitzende. Erstens, die Fastnacht ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Die Bundeswehr und die Mainzer Garden haben eines gemein. Beide sind eine Persiflage aufs Militär. Zweitens, mein Motto war immer Politik mit Maß und mit Ziel. Und die Mainzer trinken mit Maß und mit Ziel. Also Maß sind 8,5 und Ziel ist die Ohnmacht. Und drittens, das Leben ist immer relativ. Wer 4-5 Flaschen Kabinett im Keller hat, der hat relativ wenig. Wer 4-5 Flaschen im Kabinett hat, der hat relativ viel. Oh. Oh, leck, ist das Dreckding doch so schwer. Annegret? Gell, du Guggene? Ajo, ich spiel's. Die Kram Karrenbauersch. Ajo, was dann? Die echt? Nee, die da unten hockt, die macht mich nur no. Sag mal, was machst du denn schon hier und was ist dieser Sperrmüll da hinten überhaupt? Das da ist mein Schwenker. Also, entschuldige mal, aber du kannst doch hier in meinem Büro nicht hier so einen Schwenkgrill aufbauen. Ja, wieso denn nicht? Das da ist doch jetzt mein Büro. Und der Schwenker passt saugut daher. Mit dem kann ich aus der Großen Koalition ausschwenken. Am Seehofer vorbeischwenken und bei schwierigen Themen einfach umschwenken.
Also mit Umschwenken habe ich ja persönlich die besten Erfahrungen gemacht. Also ich sage immer, wenn man für nichts steht, kann man auch nicht umfallen. Aber Gretel, sag mal, angrillen, das ist eigentlich doch eher was für den Frühling, oder? Komm, geh fort. Ich habe im Dezember auf dem CDU-Parteitag schon gegrillt. So? Was gab's denn? Ein schönes Spanferkel, abgelöscht mit Märzebier. Das hat richtig gut geschmeckt. Und vor allen Dingen, das war 100-mal billiger wie Weihnachtsessen von der Oberbürgermeister von Mainz und Wiesbaden. Also apropos Essen, ich hab selbst hier langsam Hunger von dem ganzen Ausräumen. Mir hängt ja der Magen schon in der Kniekehle. Alter, haben wir zwei ja das gleiche Motto. Hauptsache gut gess, geschafft haben wir schnell. Hast du gerade etwas dabei, was er esse? Ja, natürlich. Die Julia Knöckler hier, das ist hier meine Oberlandfrau aus dem Ministerium für essbare Tiere, Schnittblumen und Weinbau. Die hat mir meine Tagesration hier an Schnittchen vorbeigebracht. Oh, leck. Marerquark mit Spreewaldgürkchen. Will ich dich aushungern? Bloß weil er jetzt selber so eine Hungerhocke ist. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, neulich habe ich geglaubt, ich habe den Obermessdiener vom Hohen Dom zu Mainz gesehen und habe noch gedacht, hat der 2 Kilo abgenommen? Ja, und hat er? Nee, da war der Peter Altmaier. Was hast du denn da? Ja, das ist Pfefferspray. Also ich mache immer so ein bisschen Pfeffer da drauf, damit das gesunde Gedöns wenigstens so ein bisschen schmeckt. Keine schlechte Idee. Wo hast du denn das Pfefferspray her? Ja, das ist reiner Selbstschutz. Nach deinem ersten 4-Augen-Gespräch mit dem Donald Trump wirst du das auch haben. Oh, hat der Knecht dich angemacht? Da muss ich ja später richtig aufpassen. Weil ich sehe ja viel mehr sehende Typ wie du. Annegret, Entschuldigung, aber was hast du, was ich nicht habe? Taille. Aber mal was anderes, Angela. Du Mensch, also ich könnte Kanzlerin? Oh ja, Gott, warum nicht? Die Andrea Nahles meint ja auch, sie kann SPD-Vorsitzende. Ja gut, aber die Ostdeutschen haben sich noch um Erich Honecker geschworen, niemals wieder ein Staatsratsvorsitzender aus dem Saarland. Ja gut, aber ich glaube, das haben die Menschen inzwischen auch schon vergessen wieder. Aber sag mal, schilder doch lieber mal deine künftigen Ziele als Kanzlerin. Also, was soll es denn sein? Klimaschutz, Digitalisierung, Familie? Ja, das sind wichtige Themen. Aber mein oberstes Ziel ist was ganz anderes. Bitte? Wenn ich Kanzlerin bin, dann gen ich die erste Sitzungspräsidentin in der Geschichte von Mainz bleibt Mainz mit singt und lacht. Also als Physikerin sage ich, wenn man solche Massen verdrängen will, das ist mal eine Ansage. Aber sag mal, wie halte ich mir dann als Kanzlerin da die ganze Konkurrente vom Leib? Also die Machos, die da immer den Molli machen. Ach weißt du, Gretel, Politik ist ja so ein bisschen wie die Ehe. Es gibt immer einen Chef. Und das andere ist der Mann. Ja, wir Powerfrauen von der CDU,
falsch gedacht, wir kennen jeden Dreh und jeden Trick. Doch wenn die Kerle zickig und vergessen mal so ein Ziel, dann setzen wir auf unser nächstes Spiel. Das war ein Top-Act der Kampagne, heute auch live bei Mainz bei Mainz, wie singt und lacht Annegret Kramp-Karrenbauer und die Bundeskanzlerin Angela Merkel, Helmut Schlösser und Dr. Florian Sitte. Hello! Hello.